Puh, hallo, hallo. Ja, jetzt bin ich da. Hallo, hallo, es tut mir leid. Hi Gabi, hi Diana. Es tut mir leid, dass ich 3 Minuten zu spät bin. Ich habe einen echt guten Grund. Wir hatten gerade den Elektriker hier und ja, bis vor kurzem ging der Strom nicht her. Deswegen musste ich ein bisschen warten. Der ist gerade, er ist noch hier, aber er ist gerade fertig geworden, sodass ich jetzt mit euch unser Livestream machen kann. Juhu, es ist sich ausgegangen. Er hätte, ja, es war einfach das Timing so, dass er genau jetzt gekommen ist und so ist es manchmal, aber geschafft. Also mit einer kleinen Verspätung, danke für euer Verständnis. Jetzt mal durchatmen. Hallo, hallo. Also, für wen passt die Medium-Ausbildung, ist der Titel von unserem heutigen Livestream. Und ich nehme vorweg die ganz, ganz schnelle, plumpe Antwort. Die Medium-Ausbildung ist für diejenigen, die spüren, dass sie für sie ist. Heuzähme? Ich habe keine Ahnung, was das heißt. Hi, Marianne. Heuzähme, das heißt sicher. Hallo zusammen. Ha. Hallo zusammen, okay. Also die kurze, plumpe Antwort ist, die Medium-Ausbildung ist für diejenigen, die spüren, dass sie sie anspricht, dass sie im Kopf herumgeht, dass sie es hinzieht. Ja? Also ganz einfach. Wie bei allen Dingen im Leben, wenn wir wenn wir ehrlich sind, ne? Wenn du spürst, es ist für dich, dann ist es für dich. Natürlich gibt es da Ausnahmen. Ne? Wenn du aufgrund deiner, wenn du glaubst, du brauchst es aufgrund deiner Prägungen, weil du glaubst, du bist sonst nicht wertvoll oder nicht gut genug oder weil du glaubst, wenn du das jetzt nicht machst, geht dein ganzes Leben den Bach runter, dann nicht. Klar. Ja, aber ich glaube, wir sind so weit erwachsen, dass wir das selbst abschätzen können. Das heißt, die kurze und schnelle Antwort, wenn du spürst, sie ist für dich, wenn es dich hinzieht, wenn es dich fasziniert, wenn du dir immer wieder Gedanken drüber machst, wenn sie dir immer wieder einfällt, wenn du ein bisschen ein Kribbeln vielleicht im Bauch hast, ein bisschen Aufregung, wenn dich das Thema fasziniert, dann ja, Livestream vorbei. Nein. Ich habe noch mehr zu sagen. Das ist das eine. Das andere ist, womit viele hadern, ist, ich will ein paar Fragen einfach beantworten, die mir immer wieder gestellt werden. Womit viele hadern. Viele schreiben mir, ja, aber ich will mich ja nicht selbstständig machen als Medium. Deswegen ist das nichts für mich. Obwohl es mich fasziniert, obwohl es mich hinzieht. Ja? Meine Antwort drauf ist, die Medium-Ausbildung wird tatsächlich hauptsächlich von Menschen absolviert, die Medialität nicht als Hauptberuf wählen danach. Nicht, weil die Ausbildung nicht gut ist dafür, das ist sie sehr wohl. Also ich würde dann aber noch den fortgeschrittenen Kurs empfehlen, weil da die Klientenarbeit nochmal in den Vordergrund kommt und das ist super, super wichtig. Aber viele machen es einfach für sich. Also, wenn du die Medium-Ausbildung machen willst und du willst nicht als Hauptberuf wählen, wobei sich das ja auch nochmal ändern kann im Laufe eines Lebens, aber sagen wir mal so, es ist und bleibt so, soll nicht dein Hauptberuf sein oder werden. Okay, welche Optionen hast du dann? Du hast die Optionen, es einfach ganz für dich zu machen, für deine spirituelle Entwicklung, für dein Vorankommen, für deinen inneren Wachstum, für deine Heilung, für deine Bewusstwerdung, für mehr Klarheit, für ein erfüllteres Leben, für den Zugang zur Führung von weisen Wesen 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, für ein dich selbst besser kennenlernen, tiefer im Einklang zu sein mit deiner Seele, mit deinem Herzen, mit der Natur, mit den Pflanzen, mit den Tieren, mit der Erde, mit dir selbst, mit den Menschen. Dafür kannst du es machen. Ja? Das zweite ist, du kannst die Ausbildung machen
und dann Medialität anwenden für dich und deinen kleinen Kreis an besten Freunden, an Familie, Kollegen, Nachbarn. Ja, du kannst sagen, so, ich mache es einfach so im kleinen Kreis, so als Hobby, so dass ich davon profitiere und mein näheres Umfeld. Und darüber hinaus interessiert es mich gar nicht. Dann hast du natürlich die Möglichkeit zu sagen, so dieses mit Menschen arbeiten interessiert mich nicht, das möchte ich nicht. Ich möchte aber meine Medialität mit der Welt teilen. Dann kannst du Texte channeln, Bücher channeln. Dann kannst du einen YouTube-Kanal machen und deine Channelings da teilen oder einen Blog schreiben oder Artikel in Magazinen, gechannelte Artikel, gechannelte Texte teilen. Das ist auch eine Option. Oder du sagst, ich mache es so schon beruflich, aber nicht hauptberuflich, sondern so als Nebenberuf. Ich habe vielleicht 1-2 Klienten pro Woche oder pro Monat. Das macht mir Spaß, das macht mir Freude. Es spricht sich herum. Meine Klienten kommen zu mir durch Mundpropaganda und damit, also Mund-zu-Mund-Empfehlung. Und das klingt komisch. Das habe ich jetzt vom Englischen ins Deutsche übersetzt. Aber Mundpropaganda gefiel mir jetzt nicht wegen dem Wort Propaganda. Aber Mund-zu-Mund-Empfehlung klingt noch seltsamer, zu sich selbst lachen. Okay, was gibt es da für ein gutes Wort dafür? Wenn du es weißt, schreib es mir bitte in den Chat oder in die Kommentare. Also mündliche Weiterempfehlung deiner Arbeit. Okay, also es kann auch neben deinem Hauptberuf einfach was sein, was du nebenbei beruflich machst. Und es kann auch etwas sein, und jetzt wird es auch nochmal sehr, sehr spannend, es kann auch etwas sein, was du in deine jetzige bestehende Arbeit einfließen lässt. Wenn du mit Menschen arbeitest und wenn du nicht mit Menschen arbeitest. Okay, lass uns hier Beispiele haben. Wenn du Lust hast, schreib deinen Job in die Kommentare und dann kann ich dir sagen, wie du Medialität einbringen kannst. Also wenn du mit Menschen arbeitest, offensichtlich kannst du deine Arbeit verbessern, weil du durch deine Medialität dich führen lassen kannst, wie du mit diesen Menschen am besten umgehen kannst, was sie brauchen von dir, wie du am besten kommunizieren kannst, denn jeder Mensch ist anders. Wir sind Gott sei Dank einzigartig und individuell und somit kannst du jedem Menschen dann auch viel leichter genauso begegnen, wie es für denjenigen passt, wie es für denjenigen optimal ist. Und damit kann es sich dann alles verbessern, deine Arbeit, die Beziehungen, die Kommunikation. Ja, also wenn du wenn du beruflich von Mensch zu Mensch arbeitest. Ja, was wir nicht machen, wichtig, ich nehme es gleich dazu, auch wenn das hier jetzt vielleicht nicht ganz hinpasst, was wir nicht machen, ich channel über jemanden, damit ich besser Bescheid weiß. Hier Ethik, Moral, nicht über jemanden ungefragt channeln. Aber ich kann sagen, wie kann ich demjenigen noch besser zur Seite stehen, wenn ich Masseurin bin, welche Intensität der Griffe ist für meinen Patienten, meine Klienten am angenehmsten, welche Art der Massage, wie lang sollen die Hände drauf sein, wie lang soll ich die Hände auflegen, vielleicht wo ist der Schwerpunkt, das kann ich alles channeln. Ich channel nicht, was ist in dem Körper gerade für ein Problem und was ist die Ursache dafür und so weiter. Außer du wirst drum gefragt natürlich. Ne? Aber es geht jetzt darum, wie du Medialität einfließen lassen kannst in deinen bestehenden Beruf, ohne dass es zum Thema werden muss, ohne dass du es kommunizierst, ohne dass es überhaupt irgendjemand merken muss, wenn wir ehrlich sind. Ja? Das ist nicht mit Verbergen, es hat nichts zu tun mit Verbergen oder mit Zurückhalten oder nicht teilen wollen, sondern es ist einfach ein Teil deines Seins dann, ein Teil deiner Fähigkeiten, die in deine Arbeit einfließt. Wenn du jetzt aber zum Beispiel mit Pflanzen arbeitest in der Natur, ich schaue gerade hier so in die schöne grüne Wiese hinein, der Kirschbaum verblüht gerade, ist gerade am Verblühen, ein bisschen Ablüten gibt es noch. Wenn du mit der Natur arbeitest, kannst du genauso gut welche Pflanzen, ne, als Gärtner zum Beispiel, für welche Pflanze ist das der optimale Platz?
Welche Pflanze würde hier in diesem Platz besonders gut gedeihen? Welche Pflanze passt zu den Hausbesitzern, zu den Gartenbesitzern energetisch am besten? Unterstützt die Hausbesitzer energetisch am besten? Das kannst du alles channeln. Ja, zum Beispiel. Wenn du einen technischen Job hast, wenn du zum Beispiel in der Entwicklung bist, was ist der nächste Schritt, um diesen nächsten weil ich nicht im Bereich der Technik tätig bin. Also wenn du zum Beispiel ein Gerät entwickelst, ja, ein technisches Gerät entwickelst und du stehst gerade an, worauf soll ich jetzt Fokus legen? Wo geht's weiter? Ich bitte um Informationen, was ist der nächste Schritt? Welche Teile gehören dazu? Was habe ich übersehen? Wo klemmt? Das kannst du auch alles channeln. Wenn du im Marketing bist, welche Farben, welche Worte sind für diesen Klienten jetzt besonders hilfreich? Klar muss es dann auch kommuniziert werden und vielleicht willst du da deine Medialität auch kommunizieren, das kannst du ja auch machen. Aber du kannst auch sagen, so das und das würde aus meiner Sicht am besten für sie passen, wenn du selbstständig bist, zum Beispiel als Marketing-Experte oder Expertin. Es gibt so viele Berufe, wahrscheinlich alle, wo du deine Medialität gut einbinden kannst. Wenn du Koch bist, ne, fehlt noch ein Gewürz, soll ich ein bisschen mehr von dem, ein bisschen mehr von dem, wenn du was Neues oder wenn du was Neues ausprobierst, was wäre ein gutes neues Gericht, also über dein Wissen hinaus, natürlich bei den Gewürzen als Koch oder Köchin weißt du das wahrscheinlich schon. Aber wenn du was Neues ausprobieren willst, könnte hier ein neues Gewürz gut hinzupassen oder all das kannst du channeln. Für all das kannst du deine Medialität einbinden. Und jetzt habe ich einen ganz großen Bereich noch nicht mal erwähnt und der ist, dass wir unser geistiges Team, unsere Geistführer, unsere Engel immer um Energie bitten können. Ich bitte die Engel um Unterstützung für dieses Meeting heute. Ich bitte meine Geistführer dafür, dass sie heute in diesem wichtigen Gespräch präsent sind und mir helfen, ruhig zu bleiben und klar zu kommunizieren und mein Anliegen gut vorbringen zu können, so dass es mein Gegenüber gut verstehen kann. Heute bin ich sehr mit den Händen, merke ich gerade. Ja, dafür um Energie bitten, um Unterstützung bitten, um Klarheit bitten. Also all diese Bitten um Energie, um Unterstützung, um Führung, all das kommt nochmal obendrauf zu dem Channeln von Informationen und Botschaften. Seht ihr, wie riesengroß dieser Bereich ist? Riesengroß. Jetzt kannst du natürlich berechtigterweise sagen, naja gut, ich brauche jetzt keine Ausbildung, um zu sagen, liebe Engel, helft mir bitte, dass dieses Meeting gut geht. Stimmt. Und gleichzeitig stimmt es nicht ganz. Also brauchen tust du schon mal gar nichts. Das ist, ne? Du machst es, weil du es willst und weil du spürst, dass es dir hilft. Und dass du es machen möchtest und weil du deine Medialität vertiefen willst oder erkunden willst, überhaupt erst kennenlernen willst. Warum sage ich, es stimmt nicht ganz? Je mehr du über Medialität weißt, je mehr Übungen du kennengelernt hast, je mehr du gemacht hast, je mehr du Techniken kennengelernt hast, je länger du in diesem Bereich tätig bist und je mehr du auch im Falle meiner Ausbildung mit der Gruppenenergie gearbeitet hast, die dir einen enormen Push gibt, zusätzlich zu der enormen Energie, die ich einfließen lasse, damit es für jeden Teilnehmer leichter, besser und intensiver und effizienter geht. All das, dieser Weg, den du da gehst im Zuge einer Ausbildung, verstärkt massiv deine Fähigkeiten, Kontakt herzustellen und damit auch stärkere Unterstützung und Hilfe zu bekommen. Ja, das klingt vielleicht ein bisschen komisch und du wirst jetzt vielleicht denken, naja, wieso sollen die Engel da einen Unterschied machen, ob ich jetzt eine Ausbildung habe oder nicht oder ob ich das jetzt schon 10 Jahre mache oder erst 10 Tage. Wieso soll das einen Unterschied machen, wie intensiv die Hilfestellung ist oder wie gut oder wie klar
oder wie lang oder wie effizient die Hilfe ist, die ich von den Engeln bekomme, zum Beispiel, oder Geistführern, egal, ne? Alle Wesen, ich nehme nur Engel als Beispiel. Warum macht das einen Unterschied? Weil das hat nichts mit den Engeln zu tun. Die sagen nicht, ich helfe dir aber nur, wenn du eine Ausbildung hast. Das machen die Engel nicht. Oder die sagen nicht, naja, aber du kannst diese Technik nicht, du hast dieses Wissen nicht. So sind die Engel nicht. Aber wir sind ein bisschen so. Auch nicht so anders, aber ich erkläre es gleich. Wir sind ein bisschen so, dass unsere Energiekanäle sich erst an diese neuen Energien gewöhnen müssen. Unsere Energiekanäle dehnen sich erst, strecken sich erst, lösen sich erst in das Neue. Lösen sich ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber finden sich erst im Neuen ein, sodass noch mehr Engelsenergien, himmlische Energien, Geistführerenergien, Jenseitsenergien durch uns fließen können. Göttinnenenergien, Einhorn, Drachen, Naturwesenenergien durch uns fließen können. Unser ganzes Energiesystem bereitet sich immer mehr vor, dehnt sich immer aus, kann immer mehr aufnehmen und weitergeben, je mehr wir üben, je weiter wir gehen, je mehr wir gelernt haben. Und dadurch werden wir besser, nicht nur im Übermitteln von Botschaften, sondern auch im Empfangen von Energien oder im Bitten um Energien für eine Situation, die uns zusammen, also die uns weiterhelfen soll, so für dieses Meeting, das ich leite. Ja? Und wir bleiben immer bei uns, um nicht die Privatsphäre eines anderen Menschen zu verletzen. Also das ist ein Riesenbereich. Ja? All das um Energie bitten für das, für das, für das, für das, für das. Da fällt uns vieles ein. Ja? Meeting, Vorstellungsgespräch, Prüfungssituationen. Zum Gesundwerden, Erkenntnis erlangen, für alle Beziehungen, für alle Entscheidungen, für jede Unklarheit und so weiter und so fort. Energie für, ich muss hier einen, zum Beispiel, ne, ich muss hier eine Prüfung schreiben und bin unkonzentriert und müde, ich bitte um Hilfe. Ich muss hier einen Artikel verfassen und habe überhaupt keine Idee und habe keine Lust und stecke in der Aufschieberitis, ich bitte um Hilfe. Ich fühle mich stagniert, ich bitte um Hilfe. Und diese Hilfe bekommst du eben umso stärker, umso intensiver, je mehr du dich schon mit der Medialität beschäftigt hast, je mehr Übungen, je mehr Techniken du schon gemacht hast und je mehr, ich sage es einfach nochmal, du auch schon in Gruppen gechannelt hast. Das gilt nicht für jeden, aber vielleicht doch für jeden, denn die Gruppenenergie macht wirklich was mit unserer Energie, weil wenn alle gemeinsam plus einem Lehrer, wie in meinem Fall eine Lehrerin, die auch nochmal Energie reingibt, wenn alle gemeinsam arbeiten an einem Kurs, selbst wenn es aufgezeichnete Inhalte sind, plus die Live-Calls, wie in dem Fall meine Ausbildung, wenn alle den gleichen Weg gehen für 3 Monate lang wie bei meiner Ausbildung, dann baut sich eine enorme Energie auf und du kommst leichter dahin. Jetzt kannst du dir vielleicht denken, ja gut, okay, dann habe ich 3 tolle Monate und danach bin ich wieder für mich allein und was soll's. Erstens stimmt das nicht ganz, weil du hast einmal im Monat bei mir immer noch einen Live-Call zum Auffrischen und dranbleiben und das, was du mit der Gruppenenergie und mit meiner Unterstützung erreichst, diesen Level, den du alleine möglicherweise nicht erreichen würdest, das wird mir sehr, sehr oft rückgemeldet. Also sagen wir so, alleine kommst du dahin und mit der Gruppe und mir kommst du dahin. Wenn du nach dieser Gruppenerfahrung wieder alleine übst, bist du nicht hier, sondern hier. Du kommst viel weiter rauf, weil du schon da oben warst. Da, wo wir schon mal waren, kommen wir viel leichter hin, zumindest ein gutes Stück in diese Richtung. Und das ist nochmal ein enorm wichtiger Effekt und ein enorm wichtiger weiterer positiver Aspekt, wenn du dich für Kurse, egal jetzt bei wem natürlich, ne, wenn du dich für Kurse, Ausbildungen entscheidest. So, jetzt habe ich eine Frage langatmig beantwortet, aber ich glaube, das war auch tatsächlich das Wichtigste. Eine zweite Frage, die mir sehr oft gestellt wird, ist, ja, bringt mir das überhaupt was? Vielleicht kann ich da gar nichts mehr lernen. Ich weiß nicht, was du weißt, aber ich weiß, dass bis jetzt mir noch niemand gesagt hat, ich habe in deiner Ausbildung nichts Neues gelernt, sondern ich sehr viel gegenteilige
Rückmeldungen bekommen. Ich frage nicht jeden einzelnen Teilnehmer, das stimmt, ich weiß es nicht. Aber ich habe bis jetzt nur Rückmeldungen bekommen wie, daran hätte ich nie gedacht, das wusste ich nicht. Wow, das ist so wichtig, jetzt macht das Sinn. Das hilft mir so gut, dieses, das zu wissen, das habe ich ja noch nie gehört. Ja? Warum ist es so? Weil ich einfach sehr tief gehe im Denken, weil ich sehr viel reflektiere, weil ich sehr viel beobachte, weil mein Hirn sehr aktiv ist, weil ich sehr viel mit meinen Geistführern arbeite. Deswegen gehe ich scheinbar viel tiefer als viele andere, die Medialität ausüben oder unterrichten. Und deswegen bin ich da relativ selbstbewusst und kann dir sagen, dass in meiner Ausbildung sehr viel Wissen vermittelt wird. Allerdings nicht, ich nenne es mal Buchwissen, also nicht so diese, kann man es denn sagen, also nicht so dieses, das ist so, das ist so, das ist so, sondern mir geht es viel mehr um das lebendige Wissen, so nenne ich es, also um das auch erkennen und ausprobieren und schauen und hinterfragen und reflektieren. Also vieles wirst du von mir lernen und hören, wo ich dich dazu ermutige und inspiriere, selbst auszuprobieren und selbst deinen Weg zu finden und selbst zu schauen, ist das für mich richtig oder nicht, aber dazu braucht es die Impulse und Inspirationen. Und dann ist da noch ein zweiter Aspekt dazu. Wenn du sagst, ich weiß nicht, ob da was Neues für mich drinnen ist, dann ist die Frage auch, geht es dir rein um das Lernen von Wissen, um das Sammeln von weiteren Informationen oder geht es dir nicht doch auch um die ganze Erfahrung, darum, dass du 3 Monate in einer sehr hohen Schwingung bist, in einer sehr hohen, lichtvollen Gruppe bist, hochschwingenden, lichtvollen Gruppe bist, wo du in den 3 Monaten allein schon viel an Transformation und an Heilung und an Erhöhung deiner Schwingung und Erhöhung deines Bewusstseins erfahren kannst. Das ist nochmal eine Reflexionsfrage, die ich mir dazu auch stellen würde. Wenn du, genau, Zeit und Preis ist auch noch oft eine Frage. Ja, das muss passen. Ja, also du brauchst, also Preise siehst du, ob es passt für dich oder nicht, weißt du, das kannst du selbst einschätzen, du kennst deine Finanzen. Bei der Zeit ist es auch so, ja, ich würde schon nur die Ausbildung machen, wenn ich Zeit habe dafür. Ich brauche nicht Unmengen an Zeit, aber lass uns mal sagen, ich würde mal sagen, mindestens zwei Stunden die Woche. Wäre gut, wenn du dafür erübrigen kannst, wenn du alles live mitmachen willst. Du kannst aber auch sagen, ich will jetzt mal nur mitmachen, nur die Live-Calls, also 3 Stunden die Woche, 3 Stunden im Monat mitmachen. Und die anderen Inhalte arbeite ich ja mir später durch. Das geht, weil du die Ausbildung bleibend zur Verfügung hast. Ja, deswegen kannst du das machen. Also du kannst mitmachen, du kannst wiederholen, du kannst manches auslassen, du bekommst für alles Aufzeichnungen, du bekommst alle Inhalte bleibend zu deiner Verfügung. Das heißt, von der Zeit her, schau, wie es für dich passt. Manchmal ist es sogar besser, wenn wir weniger Zeit in die Medialität und den medialen Weg investieren, vor allem am Anfang, weil unser System, wie gesagt, auch Zeit braucht zum Integrieren, zum sich einschwingen, zum sich einstimmen, um sich an das Neue zu gewöhnen. Und da sind oft Pausen gut, damit alles auch gut an seinem Platz finden kann und dein System nicht in eine Form von Überforderung geht. Ja, also der Zeitaspekt ist geringer, als die meisten glauben. Ich würde sagen, mit 2 Stunden die Woche Minimum kannst du schon gut mit dabei sein, denn vieles geschieht so nebenbei. Ja, vieles ist Reflexions-, Integrationsarbeit, in den Energien sein. Und dazu brauchst du nicht separat Zeitspannen dir freischaufeln oder nehmen, um da gut davon profitieren zu können. Also vieles geschieht nebenbei, während du mitten im Leben bist. Mitten beim Leben bist. Gut. Gibt es noch Fragen? Habt ihr, ich sehe jetzt noch keine im Chat, wenn noch Fragen sind, gerne auch per E-Mail an mich. Ich bin am besten per E-Mail erreichbar. Bei den Social Media Messages übersehe ich es manchmal oder finde es dann nicht wieder. Da bin ich nicht so versiert drinnen, dass ich das alles so super unter Kontrolle immer habe. Also am besten, wenn Fragen sind zur Ausbildung, erreichst du mich per E-Mail.
Die neue Ausbildung startet am Dienstag, dem 9. April, also jetzt schon in ein paar Tagen. Und wir haben, wie gesagt, 3 Live-Calls pro Monat. Und in den 3 Wochen, wo die Live-Calls sind, bekommst du auch immer neue Inhalte freigeschalten, die ich jetzt in diesen gemeinsamen 3 Monaten auch erst erschaffe, weil ich es liebe, die Power mit einer Gruppe quasi live zusammen etwas Neues zu erschaffen. Meine bisherige Ausbildung habe ich 2019 erschaffen, gemeinsam mit einer Gruppe. Es war eine grandiose Zeit, legendär, fabelhaft. Ich liebe es daran, zurückzudenken. Es war wunderschön. Und jetzt gibt es wieder die Möglichkeit, nach 5 Jahren kannst du jetzt wieder dabei sein, wenn das alles live erschaffen wird, wenn das neu entsteht. Und ich weiß nicht, wann es dann wieder sein wird. Vielleicht wieder in 5 Jahren, vielleicht auch nicht. Das weiß ich noch nicht. Das werde ich spüren, wenn es soweit ist. Aber deswegen hat jetzt die Ausbildung so einen besonderen Zauber, eine besondere Magie, eine besondere lichtvolle Energie und von meiner Seite auch noch eine besondere Freude. Und so eine knisternde, blubbernde Vorfreude, so ein Kribbeln im Bauch, wisst ihr schon. So ein bisschen wie verliebt sein, so spüre ich es. Die Gruppe ist schon sehr, sehr genial, sehr, sehr toll. Du kannst also, wenn du vor der Entscheidung stehst, will ich damit machen oder nicht, dich jetzt schon sehr, sehr gut mit der Gruppe verbinden und so spüren, fühle ich mich da wohl, ist das mein Platz, ist das gut für mich, will ich damit machen, will ich jetzt da dabei sein. Du kannst die Ausbildung natürlich auch zum anderen Zeitpunkt buchen, aber das Entstehen, das Erschaffen, das Neue, das Magische, das findet jetzt statt, wahrscheinlich erst wieder dann in einigen Jahren, so wie es jetzt stattfindet. Deswegen, das kann ich dir sagen dazu, das ist die Information. Wie gesagt, wenn du Fragen hast, gerne per E-Mail an mich. Ich bin dieses Wochenende jetzt viel unterwegs, aber ich bin immer wieder online und schaue, dass ich dann so zügig, wie es mir möglich ist, deine Fragen beantworte. Der Start ist Dienstag 19 Uhr und vielleicht sehen wir uns da schon im Live-Call. Würde mich unfassbar freuen. So oder so, danke, dass es dich gibt. Danke, dass du Interesse hast für Medialität. Danke, dass du den medialen Weg gehst. Danke, dass du Ja sagst zu deiner angeborenen, einzigartigen, wertvollen, unfassbar schönen Medialität. Danke dir. Alles Liebe und ein super schönes Wochenende.